Mein Name ist Andreas Büchner und ich bin zuständig für wissenschaftliche Studien im Bereich der Cochlea-Implantate. Ich bin Waldo Nogueira, ich bin Junior Professor im Hortzentrum Hannover, Deutsches Hortzentrum Hannover von der Medizinischen Hochschule Hannover im Cluster Hearing for All. Das Cluster Hearing for All ist besonders, weil es ein riesiges Projekt im Bereich Hören. So ein großes Projekt im Bereich Hören existiert nicht weltweit. Wir entwickeln Hörsysteme für Hörgeschädigte. Und im Wesentlichen ist das Grundlagenforschung, aber auch angewandte Forschung, damit eben Menschen wieder besser hören können. Ich arbeite im Bereich Elektroakustik-Stimulation. Das ist sehr besonders. Es gibt Leute, die natürliches Hören haben und bekommen ein Cochlea-Implantat. Entweder auf die gleiche Seite als das Cochlea-Implantat CI oder auf die Gegenseite. Und diese besondere Population von Leuten sind extrem wichtig, um Forschung zu machen. Da kann man viele Erkenntnisse gewinnen, die man sonst nicht gewinnen kann. Wir möchten Hörgeräte intelligenter machen, auch Cochlea-Implantate intelligenter machen, dass diese Systeme zum Beispiel auf Biosignale, EEG-Signale reagieren und diese Signale auswerten können, um dem Menschen einen besseren, gezielteren Höreindruck zu vermitteln. Zum Beispiel arbeiten wir an einem gedankengesteuerten Hörsystem, was sich an dem Hörwunsch des jeweiligen hörgeschädigten Menschen orientiert. Wir wollen gehörlose Menschen oder hörgeschädigte Menschen in die Situation bringen, dass sie in ihrem Alltag wieder ganz normal kommunizieren können. Die Auszeichnung zum Exzellenzcluster ist von großer Bedeutung für uns, weil die Industrie dadurch auf uns aufmerksam wird. Es gibt uns die Möglichkeit, mehr Verbreitung von unserer Forschung auf internationaler Ebene, aber auch innerhalb des Clusters ist sehr wichtig für uns, dass wir mit anderen Forschern unsere Forschung austauschen können, unsere Erkenntnisse, dass wir regelmäßig diskutieren können über unsere Forschung. Und dieser Austausch ist extrem wichtig.